Herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0, zwei Figuren senden einer Nachrichten. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos des Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software, Webseite, Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich mit mir. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen Scratch Videos, die, wenn du sie von Anfang an durcharbeitest, dir rasch helfen werden, dich in Scratch zurechtzufinden. Wir sind jetzt hier im fünften Video. Und da geht es darum, dass zwei Figuren, die ich hier angelegt habe, hier habe ich die Katze und hier habe ich dann den Hund, wie man diese anlegt, hast du im ersten Video ja schon erfahren, dass die einander Nachrichten senden sollen. Anfangen tun natürlich alles hier wieder mit wenn angeklickt. Dann geht dann in dem Fall hier dann die Katze an eine bestimmte Stelle und sagt dann einfach, wie heißt du? Das wie heißt du geht hier über das Aussehen, ja. Da kann man dann das Sage-Block dann verwenden, das wird dann für 2 Sekunden gesagt. Und dann kommt dann das Neue hier in diesem Video, Send Message 1. Und man hat nämlich hier die Möglichkeit, wenn man hier über Ereignisse geht, so das Senden von solchen Botschaften sind dann dementsprechend dann Ereignisse bei Scratch. Und da kann man dann hier einstellen, welche Messages es gibt. Und die können dann mit dieser Hilfe dieser Messages aufeinander reagieren. Ich fange hier gleich einmal an. Die Katze sagt Send Message 1 an alle und warte. Und dann schauen wir, da habe ich dann den Hund. Der geht dann auch irgendwo hin am Anfang und dann sind wir hier bei dem entscheidenden Punkt. Wenn ich Message 1 empfange, dann soll er etwas sagen. Das heißt, wenn man sich gegenseitig Messages sucht, schickt und dann dementsprechend hier reagiert dann, wenn ich Message dann empfange, dann soll er das und das machen. Und in dem Fall kann man hier natürlich dann wieder einfügen, er schickt dann wieder eine Message 2 an den anderen. Und so kann man dann dementsprechend dann einen netten Dialog machen. Und man könnte das natürlich dann auch mit mehreren Figuren machen, weil ja mehrere Figuren dann hier stehen haben könnten, wenn ich Message 1 empfange oder 3 empfange und so weiter. Und so funktioniert dann dieses wechselseitige Spiel und muss man aufpassen, dass man hier die richtigen Messages verwendet und nicht den Überblick verliert, wer welche Messages zum Beispiel dann empfängt. Also hier, der Hund sendet dann Message 2 an alle. Ich gehe dann wieder da zurück. Der antwortet dann im Prinzip darauf und wenn er das dann gesagt hat und gewartet hat, sagt er eben dann, mein Name ist Mauzi, versteck dich bitte und dann sendet er Message 3 und dann gehe ich dann wieder zurück zum Hund und wenn der dann Message 3 zum Beispiel dann empfängt, ja, dann ist das und das dann zum Beispiel dann der Fall. Und so kann man sich wechselseitig mit diesen Messages dann immer wieder Reaktionen dann zusenden, dass dementsprechend dann auch dann etwas passiert. Zum Schluss ist wesentlich, dass ich hier dann eingebe, stoppe alles, damit es dann auch gut dann gestoppt wird. Ich starte das Programm einmal und hier heißt, wie heißt du? Mein Name ist Bello, wie heißt du? Mein Name ist Mauzi, versteck dich bitte, ja, auf Wiedersehen, ja, und werde wieder sichtbar, hier bin ich. Und dieses Verstecken, der Zauber ist vorbei, damit wird dann alles gestoppt. Schauen wir es noch beim Hund danach. Das heißt, wenn er die Message 3 empfängt, die er dann die Katze hier geschickt hat, verwende ich hier dann diese Möglichkeit beim Aussehen, dass ich nämlich dann hier dann diesen Block hier verwende, dass dementsprechend dann hier diese ausgewählte Figur dann, die der Hund dann in dem Fall sich versteckt und wenn er es wieder empfängt, dass er sich dann dementsprechend dann auch wieder zeigt. Ja, und das war es an und für sich schon. Ganz einfach, sich gegenseitig Messages, Nachrichten zu schicken und dann auch gut dann drauf zu reagieren. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass du dann vielleicht auch deinen eigenen Dialog dann als Programm schreiben kannst.